Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich sitze seit gefühlt 3 oder 4 Monaten das erste Mal wieder vor der Kamera. Ich glaube, ganz so lange war es jetzt nicht, aber es ist schon 2 Monate her, dass ich mein letztes Video hochgeladen habe. Und ja, ich war die ganze Zeit irgendwie nicht in der besten Stimmung und dann sind einige Dinge auch passiert und ja. Irgendwie war mir nicht danach. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich starte heute wieder. Ich habe jetzt wieder richtig Lust. Ich möchte mich auch nochmal für eure Nachrichten bedanken. Ich habe auf Instagram eine Menge Nachrichten bekommen. Also für mich eine Menge, für jemand anderes vielleicht nicht, aber für mich schon. Von ganz lieben Abonnenten, also von euch, die dann gefragt haben, Naika, wo bleibst du denn? Und wir vermissen deine Videos und das fand ich unheimlich herzerwärmend und dafür nochmal ganz, ganz lieben Dank an jeden von euch. Und ja, ich starte jetzt einfach mit einer Fressbox, weil ihr wisst ja, ab und zu gibt es ja auch Food auf meinem Kanal. Und ich habe jetzt im Dezember wieder angefangen mit der Degusta-Box. Da hatte ich mal wieder richtig Lust drauf. Und die erste Box bekommt man ja dann für 7,99 €. Das ist quasi so ein Neukundenangebotsrabatt und ich darf euch auch diesen Code weitergeben, beziehungsweise gibt es da halt quasi so ein Code, den hat dann jeder und da kann man halt quasi über diese Freunde werben, Freunde-Funktion diesen Code weitergeben und dann bekomme ich kein Geld dafür, aber ich bekomme ein paar Punkte und wenn man halt Punkte sammelt, bekommt man irgendwann eine Gratisbox. Deswegen, falls ihr jetzt Lust habt, mit mir die Januarbox müsste das sein, genau, die Januarbox auszupacken, die ist noch total verschlossen. Also ich habe mich hier auch schon mit meiner Schere bewaffnet und ich werde sie jetzt mit euch aufmachen. Und falls ihr Lust bekommt, dann sie auch zu bestellen, dann schaut bitte in die Infobox. Da findet ihr diesen Code und da könnt ihr euch die erste Box für fast die Hälfte, für 7,99 € sichern. Und ich denke, da hat dann jeder was von. Also wenn man sparen kann, warum sollte man das nicht tun? Das sage ich dann immer. Und im, ja, 2, 3 Fakten zur Box. Regulär kostet die Box, ich verlinke euch dann auch die Internetseite von Degusta Box. Regulär kostet sie 14,99 € im Monat. Ihr bekommt eure erste mit meinem Code, wie gesagt, für 7,99 € und bekommt dann quasi immer eine Box prall gefüllt mit Produkten. Das können neue Produkte sein, das können auch Klassiker sein. Meistens sind aber auch einige, viele neue dabei, die man so jetzt vielleicht gar nicht kennt, sich gar nicht gekauft hätte und dann mal ausprobieren kann. Ihr könnt wählen zwischen der alkoholischen und nicht alkoholischen Version. Wenn ihr nichts auswählt, ist es immer die alkoholische Version. So ist es jetzt auch bei mir. Aber wer keinen Alkohol mag und nicht gerne trinkt, der bekommt dann die nicht alkoholische Version. Natürlich mit Ersatzprodukten, das ist klar. Und was wollte ich noch sagen? Ihr bekommt für 14,99 € diese Box. Genau, und der Warenwert von den Produkten übersteigt die 14,99 € immer. Das ist also garantiert. Also meistens so um die 20, 25 Euro ist der Wert. Und ja, ihr könnt jederzeit kündigen. Also warum nicht für 7,99 € die erste Box bestellen, sich die anschauen und dann, wenn sie euch wirklich nicht zusagt, könnt ihr, wie gesagt, jederzeit hingehen auf die Seite, euer Abo auch sozusagen pausieren, also kündigen, ist wirklich ein Klick. Das ist jetzt nicht wie damals irgendwie, man muss da großen Schreiben aufsetzen, ne? Aber ich denke, die meisten kennen das von euch. Genug Laberababa von mir. Ich würde sagen, wir legen los. Falls ich mich noch ein bisschen erkältet anhöre, also ich habe auch Erkältungswelle, Grippe, alles hinter mir. Und ich hoffe, es geht vom Licht, weil draußen ist es auch wieder nicht sonderlich hell, aber meine Softbox ist an und ich denke, das müsste so ganz gut funktionieren. Außerdem seht ihr dort auch mein Deckenlicht. Das gibt zwar nicht ganz so viel Licht ab, dieses Lilane dort, genau, aber es ist schon an. So, ich zeige euch erstmal die Box. Sie ist unheimlich schwer und sieht so aus. Degusta-Box und ist auch echt schwer dieses Mal, muss ich sagen. 5 Kilo steht hier drauf. Ich mache sie jetzt mal hier oben auf. Und wer Lust hat, mir auf Instagram zu folgen, da findet ihr auch immer in der Infobox findet ihr immer mein Link
beziehungsweise den Instagram-Namen und den Link zu meinem Instagram-Profil. Also wenn ihr Lust habt, mir da zu folgen, könnt ihr gerne machen. Mein Profil ist öffentlich und somit könnt ihr mir da einfach folgen. Und ja, wenn ich nicht so aktiv bin auf YouTube, dann kriegt ihr quasi die News. Oder am aktivsten bin ich dann meistens dort, weil es einfach auch schneller geht, mal eben was in die Story zu posten, als, ja, als hier. So. Aber ich habe noch einiges vor. Mal schauen, was ich heute noch so an Videos schaffe. Ich bin wieder relativ spät dran. Wir haben schon 16:30 gleich. Mal eine Spoilerkarte mit den Produkten und den jeweiligen Preisen und auf der Rückseite dann meistens ein Rezept. Das ist jetzt die Fit ins neue Jahr Box. Das ist das Motto der Box. Und ich lasse mich jetzt überraschen und will gar nicht auf die Karte gucken. Ich lege die jetzt hier einfach zur Seite. Huch, ich hoffe, das geht vom Platz her, weil ich hier noch ein bisschen was stehen habe. Und ja, der Aufkleber ist einfach grün von Degusta Box. Da steht drauf, öffnen, freuen, genießen und teilen. Ja, das mit dem Teilen ist immer so eine Sache, ne? So, und dann geht es auch schon los. Wir beginnen mit dem ersten Produkt und ja, mal schauen, ob man da irgendwas probieren kann. Wenn das der Fall ist, dann mache ich das natürlich gerne und ja, wenn nicht, dann nicht. So, das erste Produkt ist von Mesmer, Hagelig, nordische Beeren. Früchtetee mit Beerenaroma. Hier sind 20 Beutel drin. So sieht das Ganze aus. Kenne ich noch nicht, scheint also wahrscheinlich neu zu sein. Ist ein Früchtetee, aromatisiert mit Beerengeschmack. 8 Minuten Ziehzeit, ganz normal wie bei jedem Früchtetee. Und ja, wer mich länger verfolgt oder auch auf Instagram, der sieht, dass ich sehr, sehr viel und sehr, sehr gerne Tee trinke. Ich habe jetzt auch zu Weihnachten, die steht aber noch da, weil ich in der Küche so ein bisschen noch umbauen muss und da den Platz finden muss. Ich habe nämlich wirklich nur so eine kleine Nischenküche, wo man kaum stehen kann, also wo man wirklich keinen Tisch oder so einstellen kann. Und ich habe jetzt zu Weihnachten, nee, zum Geburtstag war das Quatsch, ich hatte ja Anfang Dezember Geburtstag, habe ich eine Teemaschine bekommen, so eine richtig schöne von Nestle, die Special Tea. Und da bin ich auch mal sehr gespannt drauf. Das ist halt so eine Kapselmaschine, die dann quasi anhand der Kapseln erkennt, was für ein Tee das ist, weil es gibt ja wirklich unterschiedliche Brühtemperaturen, ob es sich jetzt um Schwarztee, Grüntee, Früchtetee oder einen Kräutertee handelt, die soll man ja eigentlich nicht alle bei 100 Grad aufgießen. Und ja, diese Maschine erkennt halt quasi anhand des Codes der Kapsel, was für ein Tee das ist und stellt sich dann selber ein mit Temperatur und allem. Und der Tee soll wirklich viel, viel besser schmecken. Ich habe ihn leider noch nicht probiert, aber ich habe mir diese Maschine gewünscht. Das war einfach so ein kleines Träumchen von mir. Andere haben eine Kaffeemaschine. Ich trinke ja keinen Kaffee, ich habe jetzt eine Teemaschine. Und sobald die aber in Benutzung ist, werde ich euch das auf Instagram auf jeden Fall mitfilmen in meinen Stories. Ich, wie gesagt, bin da noch ein bisschen im Umbauen und ja, ich habe sie noch nicht in Verwendung. Aber über Tee, auch über Beuteltee, freue ich mich natürlich wahnsinnig. Und man kann halt auch dann nicht immer die teuren Kapseln nehmen. Von daher wird bei mir Tee nie schlecht und ist ein tolles Produkt, wird immer getrunken bei mir. So, dann habe ich hier was, ein bisschen Knisterfolie. Da war vielleicht was eingepackt, das ist wahrscheinlich rausgefallen. Und zwar kann ich mir vorstellen, dass es das hier war. Es ist aber heile geblieben. Bin ich jetzt gerade auch ganz froh drum, denn es ist von der Marke Develay. Ich weiß nicht genau, ob man es so ausspricht. Es ist ein Joghurtdressing, 100% natürliche Zutaten. So sieht das Ganze aus. Und wir haben hier 230 Milliliter. Ja, Joghurtdressing mag ich gerne. Ich mag eigentlich jede Art von Dressing. Es gibt, glaube ich, nichts, was ich nicht probieren würde. Von daher, ja, ist das schon mal ein super Produkt. Das ist eine Glasflasche, deswegen gehe ich davon aus, dass das hier eingewickelt war und dass das so daherkam. Lege ich mal hier rüber. Dann etwas Großes hier als nächstes. Und zwar von Alpro Kokosnuss Original. Ich glaube, das ist so eine Kokosmilch. Kennt sich jemand da aus? Ja, ne? Kokosmilch heißt das, glaube ich. Ich bin gar kein Milchtrinker, also weder Kuhmilch noch Sojamilch noch irgendwas anderes. Und
Hier steht auch mit Reis. Vielleicht ist das irgendwie eine neue Rezeptur oder so. Ohne Zuckerzusatz hat auch nur 20 Kilokalorien auf 100 Milliliter wahrscheinlich. Ja, und Kokosnusstrink mit Reis, angereichert mit Kalzium und Vitaminen, kann kalt oder warm verwendet werden. Ich glaube, sowas werde ich weitergeben, weil ich mag den Geschmack von Milch allgemein nicht. Ich habe noch nie gerne Milch getrunken. Genauso geht mir das mit Kaffee und deswegen ist das quasi nichts für mich. Aber bevor ich das anbreche und es mir dann nicht schmeckt, werde ich es wahrscheinlich weitergeben. Aber es ist eine coole Sache. Auch ein Grund, warum die Box wahrscheinlich so schwer war. Dann haben wir hier noch eine Probe, auch von dieser Marke Develay. Das war ja dieselbe wie gerade das Joghurt-Dressing. Ich schmeiße hier alles auf mein Bett, weil ich hier keinen Platz habe. Und zwar haben wir hier einen mittelscharfen Senf. Ja, Senf ist immer gut, ist so eine kleine Probe, einfach nur. Kann man gut gebrauchen. So, dann habe ich hier als nächstes von Mutti Pomodori Pelati. Das sind 100% bio, italienische Biotomaten quasi. Oh, ich habe die italienische Version vorgelesen. Auf der anderen Seite steht auch die deutsche. Es sind einfach geschälte Tomaten. Wer braucht sowas nicht? Also egal, ob ich jetzt eine Tomatensoße, eine Bolognese oder irgendwas anderes mit Tomaten machen möchte, kann man immer im Haus haben, immer gebrauchen. Ich glaube, ohne Pizza oder geschälte Tomaten, sowas habe ich immer im Haus, würde ich gar nicht überleben, weil sowas ist für mich so, das gehört wie Nudeln zu meiner Grundausstattung. So, dann habe ich hier von Fria, ist die Marke, Chia Seeds, also irgendwas mit Chiasamen drin. Und zwar ist das ein Superfood-Drink mit Chiasamen, Limette und Ingwer. Steht dabei der kleine Sattmacher, 200 Milliliter sind das. Und das ist so süß, so eine kleine Flasche. Und hier, weiß ich nicht, ob ihr es sehen könnt, ich glaube schon. Hier seht ihr, da sind so Chiasamen drin. Ja, ganz lustig, ich mag Chiasamen, bin da überhaupt nicht abgeneigt. Und das sind wahre Kraftpakete, steht hier schon drauf. Deswegen soll das so ein kleiner Sattmacher sein für zwischendurch. Ja, Limette Ingwer, mir ist jetzt gerade ehrlich gesagt nicht so danach. Sowas würde ich gerne morgens trinken, so als Start in den Tag. Von daher seht es mir nach, dass ich das jetzt quasi nicht öffne. Aber ja, ist ganz cool. Dann haben wir hier viele Kleinigkeiten drin, muss ich sagen. Einmal von Mr. Jim, Peanuts and Chocolate. Oh, das ist lecker. Obwohl die Schokolade, naja, die scheint mir Vollmilch zu sein. Das geht dann. Also kennt ihr diese Dinger noch? Ich glaube, die hießen oder heißen die nicht Mr. Tom Tom? Die gab es hier komplett immer mit diesen, ja, diese Erdnüsse in Karamell oder so. Habe ich immer super, super gerne gegessen. Sind meistens an der Kasse an Supermärkten zu finden. Und wenn meine Mama mir damals so eingekauft hat, ich habe mich immer ein Ast gefreut. Also ich habe mich da mega drüber gefreut. Ich fand es immer super lecker. Und jetzt ist es wohl neu, dass es in Chocolate ist, also mit Schokolade. Ja, sieht man hier auch, glaube ich, abgebildet. Ist jetzt nicht unbedingt das, was ich mir aussuchen würde. Ich hätte es mir auch ohne Schokolade lieber ausgesucht, aber es ist halt was Neues. Von daher, coole Sache. Dann haben wir hier, oh, von Manna, die haben wir ja auch schon öfter oder habe ich schon öfter in so Boxen gesehen, diese Schnitten. Haselnuss, glaube ich, ja. Aber das Neue, was jetzt, denke ich mal, neu zu sein scheint, ist, dass die 100% aus Vollkorn bestehen und weniger Zucker. Das steht hier. Weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Und ja, ist was Neues. Werde ich probieren, werde ich aufessen. Dann auch von dieser Develay-Marke, also auch von dieser Joghurt-Dressing-Marke, ein kleines Sachet von einem Honig-Senf-Dressing. Du, also mit Dressing schmeißen sie hier in der neuen Box einen zu. Ja, wahrscheinlich, weil neues Jahr und alle sind auf Salat, ne? Ich muss sagen, ich bin überhaupt nicht auf Salat momentan, weil es ist viel zu kalt. Also ich bin zwar ein absoluter Salatmensch, ich liebe Salat, aber nicht, wenn es eiskalt ist. Also wir haben hier Minusgrade momentan und dabei sind wir hier im Rheintal und es ist hier eigentlich immer noch relativ mild. Also wenn wir schon Minusgrade haben, dann ist es in Deutschland wirklich sehr, sehr kalt, also an anderen Stellen.
Und ja, jetzt gehen die hier voll auf Salat. Aber gut, da werde ich mir jetzt mal wieder einen Salat kaufen und auch gerne so ein Dressing ausprobieren. So. Und dann habe ich als nächstes hier, das finde ich gut, wieder ein schönes Brot. Und zwar handelt es sich hier von Liken-Urkorn Fit Vital um ein Eiweißbrot. Ja, das liebe ich ja. Das probiere ich auch sehr, sehr gerne. Finde ich, passt auch so zum Motto: Neues Jahr, alle wollen sich ein bisschen gesünder ernähren, vielleicht was abnehmen. Finde ich, ist das eine gute Sache. Riecht es irgendwie? Nee, ich hatte gerade den Eindruck. Vielleicht riecht was anderes in der Box. Auf jeden Fall sind hier 400 Gramm drin. Und ich glaube, es ist einfach nur ein bisschen kaputt gegangen. Aber naja, egal. Ich toaste mir sowas auch sehr, sehr gerne. Und ja, kann ich gut gebrauchen. Dann haben wir hier ein Red Bull. Das werde ich auch weitergeben, weil ich bin so gar kein Red Bull oder Energy-Trinker. Das ist jetzt wohl wahrscheinlich neu, weil es ohne Zucker, also komplett ohne Zucker ist. Ich weiß es nicht. Da ich mich bei Energy Drinks, Red Bull gar nicht auskenne, könnte es natürlich auch sein, dass es das schon gab und das einfach nur so jetzt ohne Zucker mit drin ist, sozusagen für diesen Neujahrsvorsatz, sich ein bisschen zuckerärmer zu ernähren oder gesünder, wie auch immer. Wobei es fraglich ist, ob sowas gesünder ist. Ja. Gebe ich weiter, ist halt nicht unbedingt meins, ne? So, Energies sind halt generell nicht so meins. Oh, dann habe ich hier, ja, genau, das meinte ich. Ich habe hier diesen Mr. Tom. Dann haben wir ja beide Varianten. Der heißt Mr. Tom und der heißt Mr. Jim. Und der ist ja der, den ich euch eben gezeigt habe mit Schokolade. Und das ist der ohne Schokolade, nur mit Peanuts. Und ich muss sagen, das ist halt mein absoluter Favorite. Weil ich liebe alles, was mit Nüssen, mit Karamell ist und bin ja nicht der größte Schokoladenfan. Aber ich finde es cool, dass man jetzt beides drin hat. Wow, hier ist noch was. Und zwar von der Marke, ich weiß es hier gar nicht, auf jeden Fall Geflügel Cabanos. Offizieller Snack des deutschen Meisters. Hier ist irgendwie sowas mit Eishockey drauf, mit dem Eishockeyspieler. Ich kenne mich da nicht aus. Ich glaube, der klebt auch direkt auf der Marke. Ich weiß gar nicht, was das für eine Marke ist. Also ist auf jeden Fall heiß geräucherte Salami-Spezialität und soll aus Geflügel sein. 6 Stück, sowas esse ich unheimlich gerne auch abends so vorm Fernseher, weil ich bin ja eher die Fraktion herzhaft als die Fraktion süß. Von daher freue ich mich drüber und wir gucken gleich noch schnell nach den Preisen. Aber hier kommen noch Getränke. Ja, schon wieder Bier. Naja, okay. Wir gucken mal. Also ich glaube, hier sind zweimal dieselben. Ja, sieht mir nach demselben aus. Ja, Beck's alkoholfrei und zwar zweimal direkt. Ich denke, das kennt jeder, oder? Das heißt einfach Beck's alkoholfrei Blue. Beck's ist so ein Bier, kommt ja aus Bremen, kennt glaube ich jeder. Und ich bin nicht so der Biertrinker, vor allen Dingen dann auch nicht alkoholfrei. Also bei mir muss Bier immer nach irgendwas schmecken und die alkoholfreien, weiß ich nicht. Ist für mich jetzt nicht so besonders, aber kommt in meine Sammlung in der Küche. Und wenn dann jemand da ist, der gerne Bier trinkt, dann freue ich mich immer, wenn mir jemand eins abnimmt. Ich habe auch immer zwei im Kühlschrank kalt, weil ich mir denke, so, dann habe ich wenigstens was kalt. Wenn dann jemand Lust auf ein Bier hat, dann, ja, ich bin immer froh, wenn die mir abgenommen werden, weil in so Boxen ist ja schon ganz schön oft Bier drin. So. Sorry. Von Alnatura ein Birkenwasser und zwar in der Geschmacksrichtung Holunderblüte. So sieht das aus. Cool, habe ich ehrlich gesagt noch nie probiert. Ist vegan, 0,33 Liter. Dann kann ich das auch mal probieren. Es gibt ja so ein paar Leutchen, die davon schwärmen. Ich glaube, das soll es mittlerweile bei DM geben in dieser Bio-Abteilung und Alnatura ist ja auch so ein, ja, so ein Bioladen, von daher Birkenwasser. Wird es aus der Birke gewonnen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube schon, ne? Also Birkenwasser 97,5% und Holunderblütenwasser und das sind dann 2,5%, ja logisch. Okay. Gut, was soll das genau? Steht auch nicht drauf. Einfach nur Birkenwasser.
ob das irgendwas machen soll. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist es besonders gesund. Will sagen Quetschis, aber ich glaube, das ist nicht das richtige Wort. Sowas wie Smoothies aus dem Beutel ist das. Und das ist die Marke Day Up. Black, Orange und Red. Und zwar habe ich hier Fruits and Yogurt Snack. Einmal diesen Black, der sieht so aus. Hier sind jeweils 120 Gramm drin. Und der hat enthalten Banane, Apfel, Naturjoghurt. Ist alles auf Englisch, deswegen übersetze ich gerade Black Currant. Ich glaube Johannisbeere oder sowas. Dann Flakes, dann Blackberry ist na, Heidelbeere. Und noch Aktivkohle, okay. Und noch irgendwelche Flakes, also irgendwie so Weizen und ja, hier Weizen und dunkle Beeren und Aktivkohle und ja, ohne Zusatz von Zucker. Naja, mal gucken. Das nächste ist rot, das wird wahrscheinlich jedem schmecken. Hier sind Apfel, Erdbeer, Süße, Kirsche, Naturjoghurt und wieder diese Flakes und Leinsamen, meine ich, sind da abgebildet. Genau, das sieht so aus. Und das dritte ist mit Honig und zwar Peach, also Pfirsich, Naturjoghurt, Honig und Orange und wieder diese ganzen Flakes. Keine Ahnung. Da unten sind wieder welche abgebildet. Ja, und das war dann die Degusta-Box. Sie ist jetzt leer. Ich bin mal super gespannt. Ich hatte ja jetzt gar keinen Alkohol drin. Ist das jetzt die alkoholfreie Version? Weil ich wollte gerade sagen, ich bin mal super gespannt, was jetzt in der alkoholfreien Version drin wäre. Aber ich habe hier quasi die alkoholfreie. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das die normale Box ist. Oder ja, ich gucke mir dann gern auch bei den anderen mal die Unboxings an, was die so drin hatten. Und normalerweise müsste ja dasselbe drin sein. Nur bei den Leuten, die halt ohne Alkohol bestellen, ist ja dann quasi immer was anderes drin. Naja, mal schauen. Und zwar gehe ich jetzt noch schnell die Preise durch. Das Alnatura Birkenwasser kostet so 1,99. Das Red Bull 1,39. Ein einzelnes Red Bull, das ist ganz schön teuer. Dann das Urkornbrot. Da gibt es so eine Preisspanne, weil das bei jedem Supermarkt ein bisschen anders ist. Preisspanne 2,29 bis 2,49. Dann gibt es dieses Dressing. Dieses Honig-Senf-Dressing, das gibt es jetzt so, das ist ja genau für eine Portion, gibt es für 39 Cent. Dann haben wir ja das große aus der Flasche, das Joghurt-Dressing, das gibt es so für 1,29 €. Dann haben wir Becks, und zwar alkoholfrei, steht hier auch so drauf. Ich weiß nur nicht, warum zwei, hier steht eigentlich nur eins. Okay, und zwar 1,99 €, also eins kostet 99 Cent. Nicht 1,99. So. Produkt des Monats ist dann quasi Mr. Jim und Mr. Tom. Also diese beiden, das sind die Produkte des Monats, weil es jetzt halt quasi diesen Klassiker mit Schokolade gibt. Genau. Dann hätte von Alpro Soja quasi, hätten verschiedene Sachen drin sein können. Eine Mandel. Milch, eine Mandel mit irgendwas anderem ungesüßt, glaube ich. Also Mandel ungesüßt und das hier mit Kokosnuss. Ich habe Kokosnuss, wie gesagt. Und das hätte eine Sorte pro Box, genau. 2,79 € kostet da eins, ganz schön teuer. Dann gibt es auch von diesem Cabanossi-Snack, die Marke heißt übrigens Hudeck. Kostet übrigens eine Packung 99 Cent, zwei verschiedene. Hier steht dann immer eine Sorte pro Box und zwar hätte es gegeben. Was habe ich denn? Ich habe ja Geflügel. Ah, und das andere wäre Klassik. Klassik, Hot und Geflügel. Habe ich dann Hot und Geflügel? Keine Ahnung. Jedenfalls, wenn es scharf ist, finde ich es gut. Habe ich überhaupt nichts gegen. Dann Fria, diesen Chiasamen-Drink quasi gibt es für 1,99 €. Schnapper für hier 200 Milliliter. Ganz schön teuer. Dann hier von Mutti die Dose Tomaten. Genau. Die würde kosten 1,39 €. Dann von Mesmer der Tee.
Da hätte es auch einen anderen gegeben, und zwar einen Pfirsich. Oh, den hätte ich auch gern probiert. Ich liebe ja den Teekanne mediterraner Pfirsich. Und eine Sorte pro Box und einer kostet 2,19 Euro. Dann Messmer Manna, die Vollkornschnitten. Da haben wir hier, wie gesagt, eins drin in Vollkorn. 99 Cent das Stück. Und jetzt von Day Up, da hätte es auch richtig, richtig viele Sorten gegeben. Ich habe ja Rot, Orange und Schwarz. Und da hätte es noch Blau, Grün und Gelb oder sowas wie Gelb gegeben. Drei Sorten pro Box, das ist richtig. Und zwar ist das ein, ich lese das mal eben vor, weil das interessant ist. Das ist ein gesunder, leckerer Snack für alle Gelegenheiten. 6 innovative Kombinationen aus Früchten, Cerealien und natürlichem Joghurt stillen den kleinen Zwischenhunger, wann immer er kommt. Day Up ist frei von Extrazucker, Farbstoffen, Konservierungsstoffen und Aromen. Die Snacks sind nicht kühlpflichtig, das ist ja auch schon mal gut, und können dank der praktischen Verpackung überall genossen werden. Okay, also ich hätte jetzt gern gewusst, was bei den anderen drin ist. Ich finde, es waren unheimlich viele Produkte drin, also jetzt mal so auf einen Schlag gerechnet. 3, 6, 9, 12, 13, 14 verschiedene Produkte oder so. Also auf den Wert von 14,99 bzw. 7,99 für eure erste Box kommt ihr auf jeden Fall. Ihr seid auf jeden Fall drüber. Und wenn ihr möchtet, blende ich euch hier mal den Gesamtwert der Box ein. Das rechne ich dann gerne für euch aus und schreibe euch das mal eben hier hin. Und ja, ich vermute, der liegt so bei 20 Euro oder so, vielleicht auch ein bisschen mehr. Und ich finde, die Box passt super zum Thema. Es ist wirklich für jeden was dabei. Es ist Gesundes dabei auf jeden Fall. Es ist Tee dabei. Ihr habt eine Alternative zu Kuhmilch. Ihr habt was für Salate. Ihr habt was für zwischendurch, wenn es einfach mal nicht die ungesunde Schokolade sein soll, sondern irgendwas mit Früchten und Naturjoghurt und Cerealien. Sowas ist ja auch immer ganz gut. Viel mit Ballaststoffen. Das Birkenwasser ist was, was relativ innovativ ist, was, glaube ich, noch nicht jeder kennt. Ich habe davon zwar gehört, aber ich habe es selber noch nicht probiert. Dann das Brot, also das ist halt auch ein Eiweißbrot, das passt halt auch super in dieses Thema Ernährung, neues Jahr, gute Vorsätze rein. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr fürs neue Jahr gute neue Vorsätze oder sowas habt. Also ob ihr euch irgendwas besonders vorgenommen habt, was ihr ändern wollt oder wovon ihr mehr machen wollt oder ja, schreibt es mir gerne, das würde mich mal interessieren. Ansonsten würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst, einen schönen Kommentar, was auch immer euch durch den Kopf geht, wenn ihr Fragen habt zu mir oder zu den Produkten, auch gerne alles in die Kommentare. Ich hoffe, wir sehen uns jetzt wieder öfters und freue mich unheimlich, wieder vor der Kamera zu sitzen. Wie gesagt, für alle Infos schaut einfach in der Infobox vorbei. Und jetzt würde ich mich verabschieden und sag, fühlt euch wie immer ganz, ganz lieb von mir gedrückt. Und ach so, was ich noch sagen wollte zu dem Thema Vorsätze, falls es euch interessiert. Ich bin so ein Mensch, ich mache mir nichts aus Vorsätzen, weil ich immer denke so, ich finde es halt blöd, wenn man sich nur Vorsätze macht, um sich einen Vorsatz irgendwie zu machen und dann 2 Monate später das Ganze wieder über den Haufen wirft. Deswegen bin ich immer so jemand, ich versuche immer wieder positiver zu werden und immer aus allem, was passiert, das Positive zu ziehen, weniger negativ zu sein. Das ist eigentlich etwas, was ich mir immer vornehme und einfach immer zu denken, es geht weiter, egal was passiert. So. Und ja, wenn man etwas ändern will im Leben, finde ich, braucht man dafür nicht irgendwie einen Jahreswechsel, sondern man kann es jederzeit oder sollte jederzeit einfach umdrehen und einen neuen Weg einschlagen. Das ist so mein Motto. Und wenn du was ändern willst, dann kannst du es jederzeit tun. Dafür musst du nicht auf eine besondere Gelegenheit warten. Wisst ihr, wie ich meine? Und das ist so der Grund, warum ich nicht so der Freund von diesen Neujahrsvorsätzen bin. Aber grundsätzlich, wie gesagt, tolle Box. Und ja, das war's jetzt von mir. Ich würde sagen, fühlt euch ganz, ganz lieb gedrückt und bis zum nächsten Mal. Ciao, eure Naika.